jedes Jahr sind wir wieder in großen Taft, vielmehr ich, wie seit ungefähr 15 Jahren. Und heute ist die Erwachsenenbühne dran mit einem Luststück. Vielleicht erkennt ihr es, hinten teilweise hatte ich schon mal vor 3 oder 4 Jahren gemalt. Das muss jetzt umgemodelt werden. Und dann nehme ich euch mal mit und zeige euch mal nach und nach, was ich da so mal mache und tue. Nala! Und heute habe ich auch die Nala mitgebracht. Die kommt bloß jetzt nicht. Wir gucken dann mal, was draus wird. Ich hoffe, es interessiert euch. Und dann lege ich einfach jetzt mal los und zeige euch nach und nach, was danach so kommt. So, und hier liegt verstreut das Klohaus. Das muss auch noch zusammengebaut werden. Das macht dann meine Tochter. So, ein bisschen weiter sind wir jetzt schon. Die Türen sind angedeutet. Der See ist übermalt. Die Eckwände sind angeglichen. Und dann geht es langsam weiter. Ein großes, großes Projekt. Das ist riesengroß. Das ist erstmal 3 Meter hoch, 12 Meter breit und. Aber es wird. So, Stunden später, ihr seht es vielleicht, ist noch ein bisschen dunkler geworden. Da drüben ist die Milchkammer, dann ist der Ausgang dahin. Guckt mal die tollen Bäume. Hier geht es noch weiter, da muss da noch ein Rapsfeld hin. Und hier ist das Bauernhaus, das runtergekommene. Es wird, aber es dauert. Und da hinten in die Ecke können wir auch noch mal gucken. Und die Berge sind aus dem hessischen Kegelspiel, weil wir da wohnen. Das eine ist der Hilversberg und das andere ist der Wisselsberg. So, ein großer Schritt ist getan. Ihr seht es, es hat sich viel getan heute Mittag. Wir haben spät abends. Aber so weit ist es gediegen. Der See ist weg. Hinten steht schon das Klohäuschen. Und.